Kanonenfutter. Ja. Sie wollen dieses Land ausliefern und Sie schaden diesem Land mit Ihrer Politik. Und dass Sie dann natürlich daran ein Interesse haben, das ist mir auch völlig klar, weil Sie eine Lobbyistin der Rüstungsindustrie sind. Sie können überhaupt gar nicht sagen, ach, wir gehen jetzt mal in Friedensverhandlungen. Nein, Sie wollen nämlich die Rüstung ausweiten. Und ich halte das für einen völlig falschen Weg. Verstehe natürlich auch Ihre Interessenlage, aber Sie betone nicht einmal, dass Sie einem Interessenkonflikt unterliegen. Und das halte ich für fatal. Liebe Zuschauer, ich lebe in Sorge und in Angst. In Sorge und Angst, weil keiner der westlichen Regierungen, der Vereinigten Staaten, Brüssel, die NATO im Konflikt, im Krieg zwischen den Vereinigten Staaten und Russland sagt, halt, wir müssen Verhandlungen führen, Waffenstillstand und Frieden. Stattdessen hören wir Eskalationsstufen, neue Waffen. Putin droht mit Atomkrieg. Die NATO antwortet und sagt, das hätte schwerwiegende Folgen. Das ist alles besorgniserregend. Wir reden über 1,5% Erderwärmung und sind aber dabei, die Menschheit auszulöschen. Und das sind Dinge, die bereiten mir Sorge. Das waren bisher nur geschichtsträchtige Sorgen, die wir hatten. Einmal in den Jahren 33 bis 45, der Krieg 39 bis 45 hat Leid über die Menschheit gebracht. Und ich dachte eigentlich, es wäre in dieser Form vorbei. Es ist nicht vorbei, nur dass die Mittel und Wege der Netzwerke, des Geldes, war schon früher so, aber dass die Waffen eben vernichtender sind, als das jemals in den vorherigen Kriegen der Fall war. Liebe Zuschauer, herzlich willkommen bei Hallo Meinung. Ich bitte euch, dieses Video von Anfang bis Ende anzuhören. Es ist eine gegenteilige Meinung zu den gängigen Äußerungen, die wir in den westlichen Medien hören, insbesondere von den Vereinigten Staaten gesteuert. Ihr seht hier im Hintergrund den amerikanischen Politologen John Mearsheimer. Der Westen ist an diesem Krieg schuld. Dieses Interview wurde geführt mit Cicero, einem Politmagazin, dessen Inhalte ich gerne lese und das oft gegen den Strom schwimmt. Ich werde euch jetzt Auszüge aus den Fragen bzw. den Antworten von Herrn Mearsheimer geben.